Hallo und herzlich willkommen zurück auf Hof Hirschfeld in einer weiteren Let's Play Folge. Und zwar werden wir heute weiter natürlich die Cosplay Helfer beaufsichtigen bei der Zuckerrohrernte. Wir müssen es nämlich nicht mehr selber machen. Und dann habe ich ein Highlight, das machen wir direkt nach dem kleinen Intro. So, ja, und was ist mein Highlight? Nein, es ist nicht die Tatsache, dass ich hier mit dem Mähdrescher einfach quer durch die Gegend fahre, sondern, und jetzt kommt's, ich werde den mal hier hinstellen. So, ich glaube, das müsste ausreichen. Es gibt einen neuen Mod, und zwar einen, bei dem ich sage, das hätte Giants auch schon machen müssen. Das kann nicht sein, dass das hier erst jetzt kommt. Da haben wir schon so oft drüber gesprochen. Da habe ich so lange drauf gewartet. Mal gucken, ob ich den Träger hier kriege. So. Und zwar, guckt euch das mal an. Ihr könnt jetzt die Geräte durchtabben. Das heißt Workshop-Tabber oder Tabben. Wie cool ist das denn? Wisst ihr, seit dem ersten Tag an denken wir, boah, das kann doch nicht sein. Abhängen, anhängen. Auch wenn ihr ein Gewicht von, nur ein blödes Gewicht vorne an dem Traktor habt. Ihr könnt es jetzt kann man es tappen. Oh Gott. Ich freue mich. Das ist der Hammer. Und ihr könnt die entsprechend reparieren und verkaufen. Ist, also, überlegt mal. Das finde ich so, so gut. Also ich bin wirklich hin und weg, muss ich sagen. Muss man gerade eben gucken. Ich möchte die tatsächlich verkaufen. Warum möchte ich die Mähdrescher verkaufen? Ich habe die seinerzeit, ne, ihr seht das hier, das sind diese Mods, die habe ich seinerzeit gemoddet mit größeren Tanks und mit größeren, schnelleren Arbeitsgeschwindigkeiten. Das möchte ich aber nicht mehr. Jetzt, wo wir Cosplay im Einsatz haben, möchte ich natürlich auch realistischer spielen. Ne? Da möchte ich die. Ich kann mir die Großmähdrescher kaufen, das, natürlich mache ich das. Aber es müssen nicht mehr die Mods sein, sondern die können ruhig ganz langsam, wie üblich, übers Feld fahren und ihre Arbeit verrichten. Die brauchen ja nicht mit so einem Affentempo übers Feld eiern. Ich wollte jetzt gerade nur gucken. Das hier ist ja der Verkaufspreis, die 283.000. Beim Händler kriegt man mehr. Aber wie ich gerade festgestellt habe, bekommt man auch hier an der Werkstatt mehr. Also man bekommt dann hier schon den Preis. Das heißt, ich brauche nicht bis zum Händler runterfahren, auch wenn ich die ja hinschicken könnte. Dann kann ich die auch hier verkaufen. Also sollte gehen. Okay, jetzt müssen wir eben gucken. Okay, das scheint nicht zu gehen. Konfigurieren geht, reparieren geht. Verkaufen aber hier wohl nicht. Gut, da müsst ihr doch zum Händler runter, aber das wäre der Verkaufspreis dann da. Dann kommt gleich ein. Auch nicht schlimm, dann schicken wir ihn mit Cosplay eben zum Händler runter. Dafür haben wir es. Ich habe hier eine Bauernhofstrecke. Ich hoffe mal, er kriegt das. Oh ja, das sollte er auch hinkriegen, ne? So. Und zwar heißt das Ding Hofhändler. Und dann fahr mal los. Überführung, Abfahrer einstellen, aktiviert. So, dann kann der fahren. Und dann holen wir uns auch den nächsten Mähdrescher. Na, den hatten wir hier auch entsprechend ein wenig angepasst, sag ich mal. Ja, 57.000 Liter ist ja üblich, dass die in so einen Mähdrescher reingehen. Nein, ist nicht üblich. Vielleicht schaut der Alrik ja nochmal zu. Der war ja ein eifriger Verfechter davon, dass ich ordentlich das mache, also sprich realistisch fahre. Dem komme ich hiermit nach. Und realistisch arbeite. Und das kann ich jetzt tatsächlich dadurch endlich erreichen. So, die Rubicon hat durchdrehende Reifen. Ja, klar hast du durchdrehende Reifen. Was machst denn du hier? Hättest du doch zwei Vorgewinde gebraucht. Mal eben gucken. Ich habe keine Ahnung, wo sie jetzt genau steht. Wo hat sie denn hinfahren wollen?
Da ist ein Traktor. Da hier wahrscheinlich, ne? Ne, die wollte hier oben hin. Die hat hier gedreht, ja. Hier wollte die hin und weiter fahren. So. Nächster Wegpunkt. Und starten. So. Ach, das ist einfach schön, dass auch die entsprechende Meldung hier natürlich kommen. Der hat hier ein Ende erreicht. Ja klar, da kommt der nächste. Das war ja so klar. Ja, Motor starten, ich weiß. Komm, fahr. Ja, so ist das, ne? Da kommt man schon fast in Stress. Muss ja nicht mehr alleine hier runterfahren, aber. Jetzt hängt der hier sogar. Ja, doch, kriegt der aber doch rüber. So sollte ich beide verkaufen können, ne? So. Kaufen, ja. Ja. So, der wird verkauft. Der ist dreckig. Da habe ich ja schon mal gesagt. Wenn ein Gerät dreckig ist, verkaufe ich das. Das wird nicht mehr gewaschen. So eine halbe Million kann man das schon mal. Ja, ist natürlich. Will ja keiner machen. So. Na. So. Dann haben wir noch einen Mähdrescher oben. Den schicken wir natürlich auch zurück. Und dann gucken wir nochmal, was hier die ganzen Jungs da vorne sagen. Der hier, ne? Die Monster Edition finde ich auch gut. Den werde ich sicherlich auch wieder besorgen, aber dann mit dem originalen Class Schneidwerk auch. Und natürlich die Originalversion, nicht die, die ich hier verändert habe. Ne? Die Rubicon dreht schon wieder durch. Ja, das ist ja. Naja. Hofhändler. So. Also was du hier machst, ist mir echt ein Rätsel. Wie kommst du denn hier unten hin? Es könnte sein, dass ich für dieses Feld hier doch überlege. Also entweder muss ich den Abfahrkurs gänzlich nochmal anpassen. Oder, ja, irgendwas muss ich mir auf jeden Fall überlegen. Also das kann so auf Dauer natürlich nicht weitergehen. Hast du den jetzt hier wenigstens ordentlich gedüngt? Ne, da fehlt ja noch ein Stück. Mann. Ach, und der Abfahrer ist sogar noch. Ist den aktiviert? Ne. Junge. So. Also irgendwie habe ich keine Ahnung, wo die jetzt hätte fahren müssen. Vorne ist noch ein Stück frei, ne? Ist das hier? Das ist noch nicht das Stück. Ja, wie auch immer die da runtergefahren ist. Weiß der Geier. Ja, das reicht mir jetzt aber. Der Lexion ist auch schon an der richtigen Stelle. Können wir die Rubicon jetzt aber auch zum Hof zurückschicken, ne? Aber weißt du, das müsste ja eigentlich auch hier vom Feld ausgehen, oder? Kurs nehmen wir mal raus. Und zwar ist es tatsächlich Feld 1, 2, 3 zu Hof Hirschfeld.
Das ist ein Überführungskurs. Einstellen, deaktivieren, aktivieren. Da vorne ist der Startpunkt. Ja, das sollte funktionieren. Währenddessen tickern hier schön die schön das Geld hoch, das ist auch wunderbar. So. Und dann kaufen wir uns jetzt gleich noch einen regulären Mähdrescher. Ich weiß gar nicht, ob wir zwei brauchen, die großen. Ja, fürs große Feld wahrscheinlich schon. So, da ich jetzt nicht hoch mit dem. Jetzt steckt die Rubicon im Verkehr fest. Ich glaube, ich bin da. Also, das hier ist ja wohl auch ein Witz in Tüten, dass der mit dem Händlerparkplatz rauffahren kann. Habt ihr das schon mal gesehen? Den Schneidwerkswagen hier nicht hochbekommt. Wie soll ich den dann da rüberkriegen? Einfach nur mal schnell fahren. Ach Mensch. So. Die Rubicon. Es gibt hier keinen Verkehr. Das verstehe, wer will. Naja, dann hat die vielleicht einen unheimlich großen Kollisionsradius. Aber jetzt, Leute, wirklich, das müssen wir mal festhalten, ne? Ich habe jetzt die ganze Zeit nicht mehr danach geguckt und das läuft und läuft und läuft. Da vorne steht der Abfahrer, die LKWs fahren. Also, ich bin wirklich überrascht. Also, ne, müsste eigentlich immer hin und wieder mal ein bisschen nachkorrigieren, aber jetzt gerade, da hinten fährt der LKW auch wieder weiter. Da kommt schon wieder der nächste. Also, wer hätte das gedacht? Das ist eine Beta. Cosplay ist in einer Beta-Version hier unterwegs. Und ach, ihr fahrt aber doch das Schild um, ne? Beim Einfahren habe ich das nicht umgefahren. Ich weiß nicht, ob euch das klar ist. Nur diese Rubicon, die die einfachsten Strecken hat. Also. Keine Ahnung, warum die sich so schwer tut. Naja. Wenn das alles ist. So, wir wollten noch einen Mähdrescher kaufen, ne? So, und zwar gibt es hier diesen Mod. So, es gibt die Kapazität hier mit Standard. Das sind das 30.000 Liter? Hat der standardmäßig 30.000? Ich möchte es, wie gesagt, also Kapazität sollte schon realistisch sein. Das ist der Mod. Moment. Was hat der hier an Kapazität? 17.100. Okay, irgendwo stand, dass der hier auch mit Standardkapazität da ist. Hatte aber nicht. Naja. Diese glänzenden Farben sind auch nicht so cool. Sowas finde ich halt wieder dann schick, ne? Oder wenn man sagt, man macht jetzt die. So, mal gucken. Challenger Yellow. Und würde hier wirklich das Challenger-Logo drauf machen. Da finde ich das wieder cool. Ja, jetzt werde ich es wahrscheinlich tatsächlich nicht machen, wegen der Tankgröße von 30.000. Das ist immer noch okay. Sieht oben auch verändert aus, oder? Das Original.
Nee, wisst ihr was? Da machen wir dann keinen Mod. Da nehmen wir dann wirklich keinen Mod. Wir nehmen den hier, der hat 17.100 Liter. Ich finde es eigentlich wirklich ganz cool, wenn der nochmal ein bisschen anders aussehen würde. Ich wollte Challenger-Logo nehmen, ne? Ja. Ich einfach nur den Standard. Auch 519.000 ist schon auch eine Hausnummer. Aber gut. Ich wollte es ja nicht anders. So. Und dann ein Schneidwerk. Aber was denn da? Schneidwerke. Aber ich nehme auf jeden Fall, also ist mir gerade egal. Das sind die modifizierten, das wollte ich nicht. Das hier hat auch eine Modifizierung, ne? 25 km/h. So. Vielleicht brauche ich meinen eigenen Mod mal um, dass der nicht so schnell fährt. Ich möchte auf jeden Fall einen Schneidwerkswagen haben. Ich möchte nicht den so einhängen. Aber wir haben ja Challenger, dann nehmen wir doch den hier von New Holland. Da geht Gelb doch mit einher, oder? Ansonsten sind die beiden hier identisch, ne? Ja. Dann nehmen wir den, packen ihn damit ran. So. Ach, guck mal, du bist hier auch angekommen. Das ist ja schon fast verrückt. Wer hätte das zu träumen gedacht, dass du wirklich mal den Weg findest? Nee. Nee. Ich weiß, du möchtest gern sauber gemacht werden, du fühlst dich dreckig, aber das bleibt jetzt so. Überleg dir beim nächsten Mal, wie das mit dem hier durch die Gegend fahren. Aber Motor machen wir natürlich aus, ne? In der Halle, das ist nicht gut. So. Wir waren aber jetzt bei dem neuen Fendt dran. Challenger natürlich, ne? Ich bin wirklich gespannt, was diese Sounds in dem neuen. Ich habe schon in den Foren gesehen, dass die meisten wenig Änderungen feststellen konnten bei den Sounds. Ich bin mal gespannt, ob wir da was feststellen können hier in den Let's Plays. Freue mich schon ein bisschen drauf, das mitzubekommen. So, Händler, Hoferweiterung haben wir. Hofhändler da nicht, aber wir hatten bei Strecken, glaube ich, noch was, ne? Händler. Händler zu BGA. Dann nehmen wir den halt. Also sind wir auf jeden Fall schon mal ein Stück weiter. Aber da müssen wir noch mal was machen in Zukunft. Also das reicht ja irgendwie nicht. Ne? Nur da oben hochfahren. So. Dann fahr du mal. Ja, und ich würde sagen, wir gucken uns das hier noch eben an, ob hier alles läuft. Irgendwie sehen die jetzt aus, wenn die stehen würden, oder? Ja, tun sie auch. Also es läuft gerade tatsächlich nicht. Was macht ihr denn hier? Das sieht aber merkwürdig aus. So. Dann stellen wir den mal eben hier hin und sagen mal, Abfahrer einstellen. Was macht der hier jetzt? Okay, der fährt schon mal wieder dahin zurück, wo er herkommt. Dann gucken wir mal die anderen. Ich denke, da gab es wahrscheinlich irgendwie einen Verzug. Aber der fährt hier oben eigentlich lang, ne? Ah, der fährt aber auch noch. Naja, gut. Wenn das alles ist, dass das jetzt hin und wieder mal passiert, dann kann ich damit leben. Der Drescher ist angekommen. Gut,
Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir ein Däumchen da und ein Abo. Das macht den Kanal besser und größer. Ich freue mich, euch wiederzusehen in der nächsten Folge, wenn es um Let's Play auf Hof Hirschfeld geht. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Alles Gute. Bye bye und ade.